Ja, heute glaube ich der vierte Triathlon der Neuzeit. Begonnen hat das Ganze vor 10 oder 12 Jahren aus dem Spaßhauser. Ein paar Burschen haben eine Wette gemacht, haben gesagt, der Beste zahlt eine Kiste Bier und ist der Seewurm. Haben das einmal ausprobiert und die Idee haben wir aufgegriffen vor 4 Jahren, haben gesagt, die Idee ist super und die Spannung ist eigentlich die doppelte, weil es nicht nur um den Sieger geht, sondern weil es auch darum geht, wer letzter wird. Insofern kriegt die ganze Veranstaltung von hinten auch ein bisschen einen Schub. Man merkt, wir haben von Jahr zu Jahr mehr Leute, es wächst, gedeiht, es gefällt eben. Wir werden belohnt von Petrus, also perfekt, muss ich sagen. Ja, der Letzte, der wird also da besonders geehrt bei uns, bei der Siegerehrung. Dem wird eigentlich das Hauptaugenmerk gewidmet. Sicher die Schnellsten sollen auch prämiert werden. Aber der Letzte kriegt symbolisch was erreicht. Gerade in der Hobbyklasse ist das eine wunderschön geschnitzte Statue aus Zirbenholz. Und die hat dann zu Hause die Aufbewahrung für ein Jahr. Und das bedeutet praktisch, ich war jetzt der Letzte. Die Figur sollte mich tagtäglich daran erinnern, dass ich ein bisschen was tue und vielleicht das nächste Jahr Vorletzter wäre und die Statue an jemand anderen weitergeben kann. Ja, die Veranstaltung heute war ein Traum, muss ich sagen. Als Veranstalter sieht man das ja immer ein bisschen zwielichtig. Die Woche davor denkt man sich, das wird heuer nichts, weil eigentlich die Leute die Angewohnheit haben, sich am Schluss erst anzumelden. Das heißt, du hockst vor dem Computer, fragst die E-Mails an und es kommt wieder nichts und du hast 3 Teilnehmer und denkst da, ja, schade, war mal eine gute Idee, aber wird heuer vielleicht nichts. Und nachher explodiert es in den letzten Tagen, da kommt man gar nicht mehr nach mit den Meldungen. Und wir haben jetzt wieder einen neuen Teilnehmerrekord, der 4. in 4 Jahren, also perfekt.